Ich glaube, das reicht, Ortis. Hoppla. Ich hoffe, du hast nicht zu viel Zeit mit diesem dreckigen Halunken verschwendet. Er würde alles tun, um nicht seine Strafe abzusetzen. Ich glaube, er ist unschuldig. Lassen Sie ihn raus? Fragezeichen. Fremder, kümmere dich um deine eigenen Geschäfte. Hier entscheide ich, wer schuldig oder unschuldig ist. Denn ich bin hier der große Sheriff-Pirat mit Scheintop, bezieht sich übrigens auf die Glatze hier. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es illegal. Also vergiss es lieber. Ja, ich möchte ehrlich gesagt... Wo auch immer du auf Mini Island Unregistered Trademark hingehst, ich passe auf. Und wenn du eine falsche Bewegung machst, kannst du ein paar Jahre hier drin schmachten. Dann gibt's Buddha bei der Fiji. Na, ist das ein Kotzbrocken? Siehst du jetzt, was ich hier ertragen muss und was die Ratte ertragen muss? Du gehst besser, bevor du uns beide in Schwierigkeiten bringst. Ja, Hinweis. Du solltest die Augen nach etwas offen halten, mit dem du Ottis Ratten verscheuchen kannst. Ja, womit denn bitte hier? Mit Pfefferminz doch sicherlich nicht, oder? Was haben wir denn so? Ich schalte jetzt, für die Rätsel werde ich öfters in die Scamba umschalten, wenn ich jetzt ehrlich sein soll, weil ich mag dieses andere System nicht. Give fish to hier, ne? Können wir das jetzt hier nicht, hallo? Wir sollten doch eigentlich, I think it's a herring. It's a herring. Give fish to... Zack, nochmal hier, gab es den Hinweis eigentlich schon früher, ich weiß nicht. Ja, gutes Ratten verscheuchen wir wohl erst später mal. Was müssen wir denn in der Zeit machen? Du solltest das Fleisch mit irgendetwas aus deinem Inventar vergiften. Wir vergiften Fleisch. Ich habe doch das Ganze schon vergiftet, oder? Aber ich habe derzeit doch gar nichts in meinem Inventar, mit dem ich das vergiften kann. Das ist nämlich jetzt gekochtes Fleisch und das ist ein gelbes Blütenblatt und was weiß ich was. Und ich schalte mal wieder in die Scumbar zurück, um das Ganze zu machen. Flachkopf. Pick up, push, pull, blablabla. Hier, use das with das, das geht nicht. That doesn't seem to work. Zack, zack, das geht auch. With condiment. Was bedeutet das jetzt bitte? Hallo, was habe ich denn getan? Fleisch mit Zutat. Also, das ist jetzt irgendwas drin, ne? Wir hätten das bestimmt auch damit kombiniert. Das ist so... Na. Breathmaster, for the pirate who cares about first impressions. Yeah. Supergeil. Kann man das auch damit... it's some rough meat-like substance, bla bla bla. Also jetzt können wir ja gar nichts mehr bei den Hunden machen. Was für eine doofe Sache. Die Hunde hätten wir eigentlich damit eingeschläfert. Deswegen werde ich mich jetzt hier mal ganz schnell in Lichtgeschwindigkeit zurück zum Aussichtspunkt geben und dann laufe ich einfach mal da weiter rum. Ich spiele einfach hier nach meiner Devise und wie ich das irgendwie machen will, gibt's hier irgendwo... Du hast alles, was du brauchst, um die Piranha-Pudel des Gouverneurs zu betäuben. Ach stimmt, ja! Leute. Ich habe alles richtig gemacht, ich habe das nämlich, diese Blüte mit diesem Fleisch verbunden und die Blüte von selbst hätten die Hunde ja nicht gegessen, aber gekochtes Fleisch, ja, das mögen die. Lecker. Und gekochtes Fleisch mit dieser Blüte, tja, dann pennen sie nämlich ein, das ist ganz klar. Und genau das werden wir jetzt auch machen und dann begeben wir uns endlich in das Haus der Gouverneurin, was wir in den letzten paar Parts so extrem probiert haben. Wow, klasse, ab ins Haus der Gouverneurin. Na, ihr süßen, tödlichen Piranha-Pudel, ja, ihr seid ja ganz... Putzi, 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 putzi. Ich schläfe euch jetzt ein. Ja. Gib Fleisch mit Zutat an tödliche Piranha-Pudel. Gute Nacht, meine lieben Pudelchen. So, schlaft. Ha, wie geil. Wichtiger Hinweis. Diese Hunde sind nicht tot, sie schlafen nur. Bei der Entstehung dieses Spiels kamen keine Tiere zu Schaden. Sehr geil. Ich liebe dieses Spiel. Auch wenn es sonst nicht so cool aus. These dogs are not dead. Date. They are dead. Ha. Englisch. These dogs are not dead. They are only sleeping. No animals were harmed during the production of this game. Wundervoll. Wundervoll und klasse. Wir können jetzt jedenfalls reingehen, was ich richtig cool finde. Boah. Ach, da habe ich mich so drauf gefreut. Sieht übrigens, wie cool das hier aussieht, diese Transparenz der Scheiben. Das gab es nämlich davor auch noch nicht. Und hier kann man jetzt wirklich schon so halbwegs in das raus reinsehen. Die Tür ist natürlich auch nicht abgeschlossen. Also wir haben hier so übelst viele tödliche Piranha-Pudel. Aber warum eine Türe abschließen? Sehr, sehr schön. Neu finde ich es noch schöner. Mal gucken, wen wir hier drin so antreffen werden. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was uns hier jetzt so erwartet. Wir untersuchen mal die Vase. Eine unbezahlbare Ming. Ja, dann nimm die doch mal mit, mein lieber Guybrush. Warum sollten wir die denn nicht mitnehmen? Ich meine,
Wir haben so viel Geld, da brauchen wir doch nicht auch noch eine unbezahlbare Ming. Beziehungsweise eigentlich brauchen wir die ja. Gib, untersuche, bla bla bla, benutze, schiebe. Ich hasse dieses System. Sehr nervig bisher. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, fällt mir jetzt immer mehr auf. Das ganze System war viel cooler. Wir haben mal eine unbezahlbare Ming geklaut, warum auch nicht. Wir öffnen mal die Tür bitte hier. Mal schauen, wer da so drin ist. Sieht aus wie ein Job für feste Scheintop. Oh, verdammt, wir haben auf uns aufmerksam gemacht und jetzt kommt der Schild. Au. Smack. Die lasse ich lieber hier. Ja, das würde ich auch sagen. Das ist ja mal so genialer Humor. Was ist denn hier gerade los? Nein! Nicht den roten Knopf! Kaboom! Was darin gerade eben vor sich geht, das ist im Original auch so. Es ist ein großes, hässliches Lama mit Wachslippen! Ich kann es nicht bewegen! Seht ihr, da unten läuft das alles ab. Ich kann es nicht bewegen, was, Hallo? Macht der da gerade alles von selbst? Gebt euch diesen genialen Humor. Ist das krass. Sehr gut gemacht. Warum macht er gerade eigentlich absolut alles von selbst? Ich muss wahnsinnig sein. Das ist ja eine richtige Zwischensequenz. Wie geil. Boah. Das Spiel wird ja immer cooler. Also hier unten links könnt ihr übrigens alles sehen, was gerade eben vor sich geht, so in Textform, in Adventureform. Wird schon wieder die Fourth Wall gebrochen, wenn dann. Nehmen Maulwurfmittel, benutze. Schön, wenn die Rätsel von selbst gemacht werden, habe ich kein Problem mit. So sollte es im ganzen Adventure laufen. Bitte noch eine Maul. Wo, wieso sind da denn so viele Tiere? Wollt ihr das Gerammel da in euren Ohren? Beziehungsweise in meinem Ohr rammelt es gerade ziemlich rein. Lustiges Männchen? What the fuck geht da gerade eigentlich ab? Das ist ja wunderschön. Was geht da ab? Ich kriege es nicht auf. Ja, egal. Kaibrush, kannst du bitte mal wiederkommen? Benutze schwere Stuhl mit Sheriff. Ist das cool. Das ist so cool gemacht. Das gab es ja in der alten Version, gab es das nicht, ne? Du hattest ja unten links nicht, nicht diese Zeile. Wenn ich nur eine Feile hätte, käme ich an das Idol. Was ging denn hier gerade eben für ein Shit ab? Leute. Also wir nehmen erstmal unsere Bing-Vase wieder mit, das ist ja ganz klar. Weil die, gehört schließlich uns. Gehe zu klaffendes Loch. Ich brauche eine Feile. Ich sehe nichts Besonderes. Hast du etwas dabei, mit dem Otis Ratten verscheuchen könnte? Also eigentlich, was ist denn... Wow, wir haben verdammt viel bekommen. Wachslippen, alles mögliche, gebt euch das doch mal. Öffne das bitte mal, ich möchte mal sehen, wie es da drin aussieht. Hm, diese Tür scheint verschlossen zu sein. Dann nimm mal bitte diese hübsche Ming-Vase. Auch sehr gut, weil hätten wir die Ming-Vase ja nicht mitgenommen, ne, Leute. Dann wäre, glaube ich, diese Zwischensequenz gar nicht so abgelaufen, wie sie abgelaufen wäre. Nämlich dieser Effekt kam so, die lasse ich besser draußen. Das wäre dann gar nicht passiert, gehe ich mal von aus. Können wir hier vielleicht noch rein? Da, hier diese große, wunderschöne Tür. Ich habe den Sheriff darin eingeschlossen. Also müssen wir erst zu den Ratten zurückgehen, so wie es aussieht. Wir müssen zu den Ratten zurück. Gehe zu... Also diese Zwischensequenz gerade eben war so dermaßen cool. Ich bin wirklich begeistert von dem Spiel gerade. Also gerade macht es richtig, richtig viel Spaß. Untersuche mal die schlafenden Piranha-Pudel, weil die sind so putzig. Ja, sie schlafen friedlich, aber sind die putzig? Die sind wirklich total süß. Auch der eine hier so in beinahe toter Stellung. Auch hier schlafen sie. Sieht das jetzt auch anders aus. Natürlich, sie bewegen sich nicht mehr. Der Pixelbrei bewegt sich nicht mehr. Was für ein Mist. Sich nicht bewegender Pixelbrei ist natürlich nie gut, ne? Muss sich alles immer bewegen. So, wir verscheuchen jetzt die Ratten von Otis, weil wir haben jetzt irgendwas bekommen, ne? Da. Ratten. Überall sind Ratten. Wir schalten um, weil ich möchte das... Ich hasse wirklich dieses alte System. Das geht bestimmt mit diesem, Spray da. Und das geben wir jetzt einfach mal Otis. Zack. Hey, das könnte bei den Ratten helfen. Danke. Hier ist der Kuchen. Yeah, wir haben Kuchen bekommen. Kuchen. Was müssen wir denn als nächstes machen? Dieser Kuchen scheint ziemlich schwer zu sein. Ach, da ist eine Feile drin und die Feile können wir...
Also, ne? Also das war jetzt nicht nur wegen der Hilfedatei. Ihr müsst mir entschuldigen, ich verwende jetzt diese Hilfefunktion so, wie es halt geht, weil ich spiele das Spiel wirklich nur groß, deswegen der Atmosphäre. Und ihr schaut euch ja auch hoffentlich an, nicht um irgendwelche Versagen zu sehen, sondern um euch das Spiel anzuschauen und meine unglaublich krassen Kommentare. Öffne Kuchen. Moment, was mache ich denn? Huah! F10. Ich mag das nicht. So, pick up, open. Open Cake. Ja, wir haben die Pfeile gefunden. Wir sind so gut. Wir sind so dermaßen gut. Jetzt gehen wir richtig in dem Spiel ab. In diesem Part haben wir bisher richtig viel erreicht. Es läuft so gut, wie es gar nicht laufen könnte, würde ich sagen. Und das macht mir gerade eben richtig Spaß. Ich fange an zu singen. Nein, das ist die Let's Player-Krankheit, dass man irgendwann immer anfängt so alles irgendwie musikalisch zu unterlegen, weil man einfach so unglaublich glücklich ist, weil man gerade im Spiel kann und was weiß ich was. So, wir ziehen, rede, schließe, untersuche, benutze Pfeile mit klaffendes Loch. Das klappt so nicht. Ich dachte, wir sollen das machen, so. Ach so, wir sollen die Tür auffeilen oder irgendwie sowas in die Richtung, ne? Okay. Dann machen wir das jetzt mal. Gib Pfeile, zieh Pfeile, rede Pfeile, schieße Pfeile, öffne Pfeile, benutze Pfeile auf Tür. Diese Tür scheint verschlossen, deswegen sollte sie auch auffeilen. Und dir das Idol holen? Was für ein Idol? Die Frage, was für ein Idol das ist, warum wir nichts auffallen können, beziehungsweise vielleicht sollten wir auch eigentlich irgendwie die Tür von dem Typen auffallen, das wissen wir nicht, aber das alles klären wir in den nächsten Parts von Monkey Island. Mir persönlich hat das hier viel besser gefallen als die letzten drei Parts. Ich hoffe, es hat euch auch unterhalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich speichere noch schnell und das mache ich natürlich vor euch, damit ihr alles seht. Ich möchte euch ja nichts verbergen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das mit der Hilfefunktion ist, glaube ich, eine ganz nette Idee. Danke hier nochmal an Irresolute Warrior dafür, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat. Danke an alle, die Kommentare schreiben. Es freut mich sehr, dass ihr so Interesse an dem Spiel zeigt. Beziehungsweise, dass ihr allgemein so viele Kommentare schreibt. Ach, ich muss ja immer ein bisschen schleimen am Ende von jedem Part. Das war's für diese Woche, beziehungsweise, ja, für dieses Mal mit Monkey Island. Mein Name ist Kedos. Adios und vielen Dank fürs Zuschauen.